Hallo, meine Halloween-feiernden Heusammer und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig flauschigen Ründchen hier bei Stardew Valley. Erster Tag im Winter. Wir haben ja gesagt, wir haben jetzt ein wenig etwas vor. Wir wollen ein wenig umbauen. Genau, umbauen. Wir wollen umbauen. Und packt euch ein. Morgen wird es schneien. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Also müssen wir jetzt rüber wechseln. Aber heute seid ihr glücklich. Ja, ja, ja. Kaum ist Winter, seid ihr glücklich. Ja, kalt. Kalt ist doof. Guten Morgen. Winter ist eine gute Zeit, um etwas abzuschalten. Das hast du. Du hast das nach dem langen Jahr verdient. Ach was. Ist ja gar nichts. Ist ja easy peasy. Oh, Krobus hat heute Geburtstag. Krobus hat heute Geburtstag. Was war denn bei Krobus nochmal sein Geschenkle? Das würde ich ja mal gerne wissen. Das würde ich ja mal gerne wissen. Ich weiß es gar nicht mehr. Lass mal nebenbei, werde ich jetzt mal kurz gucken. Also das hier unten, das müssen wir jetzt alles so ein bisschen wegräumen. Ne? Also wir müssen hier schauen. Wir werden jetzt sozusagen mit der Hacke durch die Gegend laufen. Und werden dann alles wegmachen. Das kommt alles einmal weg. Oh, ein wilder Meerrettich reicht ja. Denn ich glaube auch die Vogelscheuchen habe ich ein bisschen zu heftig verteilt. Wir müssen das alles nochmal rumbauen, nochmal umbauen, nochmal hinbauen, nochmal freiräumen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das werden wir uns auch gleich drum kümmern. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir beide nochmal ein paar Iridium-Sprenkler mehr machen, ne? So, wir machen jetzt erstmal übliche Arbeiten. Tierchen streicheln. Ja, jetzt gibt es diesmal erstmal kein, genau. Letzte Mal Trüffel für dieses Jahr. Also Trüffelöl. Nein, da und da. Und jetzt wird natürlich schön geheizt hier drinnen. Ja, sehr gut. So, hier wird jetzt natürlich auch schön geheizt. Guten Tag, 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 guten Tag. So. Und hier wird natürlich auch schön geheizt. Flup, flup, flup. Flup, 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 flup. So. 1, 2, 3. 1, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. So. Ein bisschen Geld kommt damit also immer wieder rein. Aber wir haben ja jetzt auch, glaube ich, demnächst ist wieder. Müsste demnächst nicht wieder uralte Fruchtzeit sein? Ich hab's doch gewusst. Heute, meine Damen und Herren, gibt es wieder uralten Wein. Uralten Wein. So. So. Jut, 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 jut. Wunderbärle. So muss das sein. Voller Vorfreude ernten wir die schönen Bärskis ab. Ach, ist das schön. Und einen uralten Wein haben wir ja jetzt auch unten im Reifeprozess drin, ne? Aber ich muss sagen, sinnvoll ist es von unten abzuarbeiten. Irgendwie schon, weil hast du weniger Verlust nach oben hin. Ja, nicht wundern. Ich habe zwar noch nicht die Kommentare geschafft zu lesen, weil ich den ganzen Tag arbeiten war, aber ich habe einen Tag vorher am Abend, nehme ich jetzt gerade auf, weil ich es am Vormittag nicht geschafft habe. Und deswegen muss ich das jetzt am Abend nach der Arbeit nochmal machen und da kann ich ein bisschen durcheinander sein und ein bisschen kaputtle. Ach komm, weißt du was, das ist egal. Der Schnuffi Buffy, der rennt doch hier irgendwo rum, ne? Wir haben trotzdem Zeit. Wir gehen noch Krobus auf jeden Fall beschenken und oh yeah. Der Krobus kriegt noch ein Geschenk. Der kleine Wicht. Ja, nee, ist ja ein Schattenwicht. Der kleine Schattenwicht.
Und weiter geht's. Ja. Wir sind ganz so zufrieden, wie es so läuft, ne? Also, so muss es laufen, so ist es schön zu laufen. Ach ja, ach ja. Warte mal, ganz kurz, sich wundern. Ach, nur was geguckt. Ein Kollege von mir ist nämlich noch ziemlich lange unterwegs, wenn ich die Aufnahme mache, der sitzt dann noch draußen, weil bei ihm das Gerät ein bisschen gestreikt hat. Und bin vorab schon ein bisschen Arbeit nochmal abgenommen, weil ich da noch was erledigt habe. Und genau. Weil wir können eigentlich den schon so machen. Da recht, wir können das Ding hier schon so machen. Dann haben wir immer einen so ein bisschen schon erledigt. Und dann können wir mal so das abarbeiten. Das ist schon okay. Huch. Du musst nur gucken, dass du dich nicht verläufst, mein Kleiner. Ach, das ist toll. Ich will dann auf jeden Fall, wir bereiten das jetzt gerade vor, ja. Wir bereiten das jetzt vor, dass wir den nächsten noch so einen haben, wo wir dann wirklich nur Biomet und Co. anbauen. Das wird so toll. Und Kaffee, oh ja, das wird so genial werden. Weil dann hast du auch nochmal so viele Einnahmen. Also wir sind ja so, überhaupt da haben wir gar keine Probleme. Aber das ist ja dann, da kannst du ja die Millionen hintereinander wegscheffeln. Ohne Problemski. Aber immer noch 6 von 7, ne? Und die laufen doch zumindest. Ist gut. Schön, das kannst du so reinmachen. Dann machst du wieder raus und dann machst du den. Zack. Ja, wenn wir unsere 108 haben, dann packen wir das und dann geht das auch. Das ist ja auch eine gute Sache. Gut, Diamanten noch für Krobus und dann kümmern wir uns hier drum. Ah, was du bist. Weißt du was? Komm mal her, mein Schnubi-Bubi. Komm mal her. Wir haben noch mal schon lange nicht mehr ein schön Ausritt. Jetzt hier im Winter ist doch was Feines, Herrliches. Lol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 
Oh, ihr wisst ja, das müssen wir jetzt planen, das müssen wir jetzt mal gucken. Wie wir das hinbauen. Die ganzen Scheuchen natürlich müssen weg. 18 Uhr wieder, wa? Meine Jüde. Nein, das war das Falsche. Dies war das Falsche. Falsch, 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 falsch. Aber warte mal, aber der hier ist hier unten zu Ende. Sollten wir mal machen, dass es zu bleibt. Das sollten wir machen, dass es zu bleibt. So. Ja, wir kriegen noch nicht alles gleich weg, ne? Also das ist jetzt nur alles vorbereiten. Das wird jetzt alles Zeit nochmal kosten. Wir hatten jetzt auch nochmal ein bisschen Ernte drin gehabt. Wobei, warte mal, das ist ja auf jeden Fall auch wichtig, dass das hier auf jeden Fall bleibt. Ja, wir nehmen jetzt auch die Lampen erstmal weg. Wir setzen alles nochmal neu. Das ist nicht das Problem. Wir können das alles neu setzen. Ich würde es nur gerne wirklich so machen, dass wir hier überall unsere Sachen schon eingesetzt haben. Ich weiß gar nicht, ob es eine schnellere Methode gibt oder nicht. Oh, warte mal, aber hier ist auch schon wieder. Eigentlich ist hier schon wieder Cut. Weißt du was? Wir können es ja mal so machen. Hier gibt es aber nichts. Okay, dann ist das der Cut. Gut. Dann wir irgendwie so ein bisschen sehen, wo das ganze Ding hier endet. Oh, guck mal, hier hast du aber auch noch nicht nie das zu Ende gemacht, ne? So. Da endet das Ganze nämlich auch. Und guck mal, es ist schon 20 Uhr. Was mal, wir haben jetzt das. Das kommt alles rein. Wir packen das drinnen rein in die Kiste. Für, wobei wir können es auch hier im Inventar lassen. Es passiert nichts, wenn wir es drinnen lassen. Ja, schlafet wohl und selig, meine Freunde. Schlafet wohl und selig. So, jetzt haben wir das auch nochmal weggemacht. Ich würde mir auch nicht zu spät ins Bett, weil es kostet ja auch immer ein bisschen Energie. Gut, ich sag mal, wenn wir 23 Uhr Richtung Bett machen, das ist okay. Aber wir mussten eh noch das einsammeln. Das verkaufen wir ja nochmal alles vorher, ne? Ja, ja, da machen wir die Felder schön, da machen wir die Felder schön. Ich glaube auch, wir haben irgendwie die Iridium-Sprenkler ein bisschen unterschätzt. Von der Time her. Ich habe die aber auch anders in Erinnerung. Kann es sein? Ich habe übrigens nachgeguckt, jetzt wie sie gehen. Es sind ja zwei in jeder Richtung. Kann es sein, dass die früher anders waren? Ich kann mich auch irren. Aber ich glaube, damals hatten die so einen ganz komischen Winkel gehabt. Nicht so, wie es jetzt heute ist. Zwei Richtungen. Also jetzt ist es ja so, dass du 2-2 und dann 2-2, 2-2 und dann natürlich die Verbindung da drinne. So ist es jetzt gerade. Das ist jetzt gerade, was ich mal so ein bisschen überlege. Und dich muss ich lassen. Ja, wir gehen gleich Richtung Bett. Ich will nur noch diese Ebene hier einmal abarbeiten. Das wird es auch einmal erledigt strabbeln. Huch. So. Ja. Bin schon gespannt. Ich würde gerne wirklich so zwei oder dreier Wege machen. Ja, ich gehe ja schon. Wir gehen schon ins Bettelein, da geht's hinein, gute Night. So, wir haben das jetzt weg, wir haben das jetzt weg. Guck mal, das können wir erstmal hier runterpacken. Das brauchen wir jetzt ja nicht hier oben. Packen wir auch runter, das kommt runter. Das kommt runter und das kommt runter. Die Sprinkler werden wir eh wegräumen. So, ab ins Bett hinein, meine Freundelein. So, haben wir jetzt nicht irgendwie noch die Wege? Müssen wir mal ganz kurz gucken, aber ich bin gleich wieder da. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Ja, wir wollen ins Bett gehen. Wir wollen jetzt schlafen. Wir müssen morgen ja noch weitermachen.
Den ersten Ding haben wir aufgeräumt und wir sind wieder auf dem Millionenruf. Bis einmal alle 7 Tage haust du hier das Geld rein und boom. Explodiert einfach das Konto und du bist wieder raus aus dem Miesen. Also im Miesen waren wir ja gar nicht drin, wir waren immer noch über die Millionen. Ja, über die halbe Million. Jetzt sind wir wieder über eine Million rüber. Ach ja. Wir leben gut, gut, gut. Wir leben für alle anderen mit. Ja, mein Kleiner. Ja, 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 ja. Also ich weiß, ich weiß. So, dann gehen wir mal nach unten. Was sagt denn der Wetterbericht für morgen? Ein paar Zentimeter Schnee. Und auf den Inseln wird es warm, leicht verstört. Ja, wir werden auch wieder dann runterfahren. Auf die Insel. Oh, Linus hat morgen Geburtstag. Ja, viel Spaß dir. Ja, Moment, jetzt muss ich hier natürlich einmal rumlaufen, weil unser Töchterchen hier hinten drin steht natürlich. Ah, ist noch nicht mal sauber. Müssen wir mal gleich wieder Weih-Motivierungsrunde machen. So, oh. Jetzt geht's ja wirklich los hier mit Schnee. Schnee, Schnee, Schnee. Wir brauchen gar keinen Schnee. Genau, wir sollten auf jeden Fall machen, dass wir noch mehr Iridium-Sprinkler machen. Und dann wird das ganze Ding ja noch interessanter, glaube ich. So, Flammen. Wir haben ja 4 Barren da. Dann machen wir jetzt hiervon wieder 4 Barren. Ich weiß, wir wollen noch Dings machen. Wir werden alles nach und nach aufbauen. Ja? Also nach und nach werden wir das schon hinkriegen. Aber für mich ist jetzt wichtig, dass wir auch die Farm wieder natürlich auf Vordermann bringen, dass wir dann auch anbauen können mit schön großen Feldern. Müssen wir aber mal gucken, wenn wir zum Beispiel bestimmte Sorten wie Wein, Kuh oder sowas, da musst du wieder ganz anders anbauen. Weil du ja diese Stiegen hast, da kommst du ja nicht durch. Gucken wir mal, gucken wir mal. Huch, Entschuldigung, ich habe euer Ding zugemacht. Aber ist ja nicht schlimm. Machen wir einfach gleich wieder auf. Jetzt haben wir das. Dann machen wir hier gleich mal der. So viele Schattenmayonnaise. Ich fand es witzig, dass man die sogar benötigte mit der Trollquest. Fand ich irgendwie cool. Hatte so einen gewissen Flair. So. Jetzt müssen wir nochmal Kaffee abernten. Kaffeepflanzen gießen. Und irgendwann machen wir daraus dann unseren eigenen Kaffee. Achso. Dann machen wir das hier. La 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 la. Wir legen los, 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 wir legen los, 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 wir legen los. 7 Tage, warte mal, dann ist der am 8. ready dafür, ne? Der müsste am 8. ready hier sein. Ja, 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 ja. Was haben wir hier? Wow. 108 mal Marmelade. Das ist ja, dafür hast du aber auch immer was zu tun. Ne? Also es ist gar nicht so, dass du jetzt dann dauerhaft, dass du überhaupt die ganze Zeit frei hast oder sowas. Ne? Also du hast ja dann schon trotzdem, du legst dann das nach, du legst dort nach, du legst hier nach und dann ist der Tag schon fast wieder rum. Da müssen wir nämlich auch planen, wie wir die Tage dann verplanen, wann wir dann rüberfahren zur Insel nachher und sowas. Aber wir werden auch umdenken. Wir gehen von dem... Oh, ich habe einen nicht gemacht. Naja, da seht ihr mal, wie schlecht ich das geplant habe. Damit gibt es 107. Nur 107. Na, trotzdem. So, flump, flump, flump. So, dann machen wir so, dass wir auf 108 kommen. Und dann kann man auch nichts daneben machen. Wenn du 108 hast von vornherein, dann geht das besser. Yo. So.
Let it go. Go, 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 go. Let it go, 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 go. Woo! Einmal herum. Und dann einmal hier herum. 20 noch. 12 noch. Okay. Nee, warte mal. Da, ich habe schon gesehen. Ja, das ist gut, wenn man das sich so ein bisschen abtimet. Dadurch geht das schon. Aber guck mal, ist gleich schon wieder um 12. Deswegen werden wir das dann auch umändern. Wir gucken, was totemmäßig das kostet. Oh, jetzt sind wir bei 7. Da sind wir bei 7. So. Wir räumen jetzt erstmal hier alles weg. Ja, auch den erstmal weg. Wir müssen erstmal jetzt hier alles freiräumen. Damit wir das ganz neu aufsortieren. Zum dritten Mal. Na, es wird schon. Ich bin echt gespannt, wie das funktioniert dann. Muss ich das sagen, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie das wird. Und genau, was wir auch mal machen sollten, ist, dass wir den so planen, dass der auch da unten dann lang geht, am See, dass der See frei, also der kleine Teich da unten frei bleibt. Da oben wäre mir lieber zum Bleistift eher so Zweier-Ebene. Ja komm, wir machen jetzt erstmal hier alles so einfach weg. Alles einmal weg. Brauchen wir alles nicht mehr. So. Kluck, 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 kluck. Kluck, kluck, kluck. Hä? Hallo? What the hell is that? Naja. Wurde auch eher so wenig so. Ein bisschen müde jetzt durch die Arbeit. Macht super Spaß. Ich bin ja auch immer, ich mache ja die späten Runden und bin aber auch immer sehr früh unterwegs schon mit der Familie, in der Familie und so. Bin in der Schule vorbereitet, etc. pp. Termine dann immer jetzt noch Vormittag und dadurch bin ich immer schon seit 6 Uhr wach und das ist dann auch schon immer ein bisschen schwieriger. So, guck mal, jetzt haben wir das so fertig gemacht, ja? Weg damit. Oh ja, sehr gut. Damit kriegen wir nochmal den da. 1, 2, 3, 4. So, und dann kannst du jetzt trotzdem mal nochmal 20 davon nehmen. 2, 3, 4. Und dann kannst du den mal runter, den mal runter, den mal runter, den mal runter. Dann machst du den mal da hoch. So, dann ballerst du die mal hier rein. Wir werden noch ein paar nämlich von den Iridium-Sprinklern nämlich dann herstellen. Blub. So, damit haben wir jetzt doch dann 10. So, die machen ja immer 2-2. Ich habe mir jetzt überlegt, also Minimum wäre ja gut, einen Zweierweg immer zu machen. Ne? Also kommst du denn hier rein. Oder wobei einer Weg reicht, aber könnte doch hier so schön langgehend. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, 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 nee. Warte mal, machen wir das hier mal weg. Oder dass es die Dinger hier noch alle stehen, die müssen wir jetzt mal wegmachen. So, und der Weg da lang ist schon mal cool. Ich würde mir aber gerne so einen Zaun machen. Ich weiß nicht warum, aber ich würde mir jetzt doch lieber langsam auf den Zaun übergehen. So, pass mal auf, wir machen das so. Wir haben jetzt hier den Zaun. Ja, hier ist so der Zaun. So, dann hast du da. Da. Dann hast du hier drin aber nochmal einen Weg.
Nee. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Gib mir mal bitte. Genau, gib mir mal bitte den, damit können wir das besser planen wegen dem Weg. Also, du hast ja jetzt hier so den Zaun. Klack, klack, klack. Dann hast du hier den Weg. Ne? So, und dann hast du hier beginnend. Wir planen noch nur, ne? Also, ist noch nichts Festes. So. Also, 1, 2, 1. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So. Das ist die 2, 2 außen. Ja, ja, genau. So sieht es dann aus. So. Hier sitzt dann der Sprinkler drin. 1, 2. So. So ungefähr sprinkelt der dann. So. Dann hast du hier nochmal den Weg, ne? Dann hast du hier, warte mal. Jetzt müssen wir nämlich gucken, ob das so geht, wie ich mir denke. 1, 2. Dann hast du hier den Sprinkler. 1, 2. Ja, das würde gehen, aber der würde dann genau dran stehen. Ah! Nicht so, wie ich wollte. Ich wollte ihn auch nicht, wo ich bin. Du störst da unten. Du störst da unten. Der stört da unten. Oder wir lassen es mit dem Weg. Müssen wir den Weg ja drin nicht setzen, unbedingt. Nicht unbedingt mit dem Weg da machen. Genau, dann würde ich das anders setzen. Ah, falscher. So. Genau, dann mal, der kommt weg. Der, der. Der, der. Dann kommst du hier auch nochmal weg. So, so. Du kommst rein. Und du hier noch. Du hier noch. Du hier noch. So, dann kommst du hier weg. So. Ja, doch, könnte man ja trotzdem so machen. So. Hier ist dann sozusagen der Sprinkler so. Dann hast du hier so. Warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt mal so mache? 1, 2, so. Das ist jetzt der 1, 2, dann kommt der da, flump, flump. Und dann kannst du hier nämlich schön nochmal den Zaun setzen. Ja. Ja, 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 ja. Genau. Ja, so würde ich das dann setzen. So würde ich das setzen, genau. Dann hast du 2 daneben. Und dann hast du hier den, das Gesprenkelte. Machst du hier so einen schönen Zaun dazwischen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir die Zwischenräume, würde ich gerne mit Zweierweg machen wieder. Und dann würde ich gucken, dass wir die Vogelscheuchen besser abtimen. Also die Vogelscheuchen, ein bisschen so aufbauen, dass wir das ein bisschen abtimen und dass wir irgendwie die Möglichkeiten haben, dass das noch so oder so funktioniert. Und dann müssen wir das hier einmal so lang ziehen und wir bauen ja gleich jetzt gerade nochmal neue Sprinkler dann nochmal. Da kommen wir schon auf einiges. Wir müssen jetzt eh mal ganz kurz gleich noch gucken. Eins würde ich noch gleich abchecken mit euch. Aber du kannst 2 da oben reinbauen. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil. Oh, guck mal, das kannst du eigentlich offen lassen, warum auch immer ich das jetzt zugemacht habe. So, hopp. Jetzt kommt nämlich der nächste Clou. Wir müssen jetzt gucken, wie viel Platz bei 2er, wie viel Platz bei 3er und so weiter frei sind. Weil vielleicht können wir auch einen 3er wegkommen. Ich will es ja jetzt eher so, dass es ein bisschen schöner aussieht. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist so mein Ziel. Und warte mal, wir machen jetzt erstmal 2er Weg. Eins, zwei. Würde nicht mehr passen. Der Zweierweg würde nicht passen. Ich könnte, wenn ich einen einzelnen Weg mache, ja. Wenn ich einen einzelnen Weg mache, das würde wiederum gehen. Eins, zwei, zack. So, genau. Guck mal, dann würde das genau aufgehen.
Wisst ihr, wie ich meine? Dann geht es genau auf. Aber es geht nicht nach unten auf. Eins, zwei. Gut, dann könnte man sich hier was anderes überlegen. Ist ja trotzdem schon mehr, was du denn hier machst. Dann hast du aber hier oben schon die sechs Felder. Dann machst du hier oben einfach mal so einen Cut. Und dann kannst du hier was anderes überlegen. Wir können auch die einzelnen so lassen, weil wir wollen ja so machen, dass man die Felder betreten kann. Weißt du, was ich meine? Ich will nicht mehr zu viele Starre machen, sondern dass man auch die Felder dann betreten kann. Könnte man hier so schön das Ding machen, dann hast du hier zumindest schon mal in dem Bereich eine Feldersammlung von sechs. Ja. Hulu die Weltfee. Ja, wir haben hier eine ganze Menge Sachen, die wir hier herumgesetzt haben. Warte mal, du kriegst einmal Aubergine Parmesan heute zum Abendbrot. Und einmal gebratene Pilze zum Abendbrot. Ich weiß, das kann man aber nochmal nachkochen. So, dass ja aber morgen, wenn wir denn die nächste Folge starten, fit sind. So, noch. Wir brauchen, glaube ich, jetzt aber nur noch. Na ja, komm, wir machen nochmal einmal, das war. 1, 2, 3, 4. So, dass wir einmal nochmal 4 bauen können. Dann haben wir noch genügend da und dann können wir das unten bauen. Heute haben wir wirklich mal uns ein bisschen mit ein paar anderen Dingen auseinandergesetzt. Das ist ja auch mal ganz wichtig, dass wir uns auch mit solcher Thematik hinsetzen, weil wir müssen ja die Felder auch ein bisschen anpassen. Und so kriegen wir die schon mal ein bisschen hin. So, dann hauen wir uns hin und dann haben wir uns zumindest da auch mal ein bisschen gewidmet. Na, was sagt der Hof? Mit 30.000 allein, nur von den Preisebären. Nur die Preisebären, 30.000. Also sind die 30.000, wenn ich die 108 gesetzt hätte. Dann bringst du einfach mal 30.000 alle drei Tage. Die hast du auf jeden Fall sicher. Das ist dann bei 28 Tagen bist du ungefähr bei 9. Ne? Hast du 9? Hast du 270.000. 270.000 im Monat nur vom Gelee, wohlgemerkt. Also das bringt schon einiges. Dann machen wir noch das Bier dann noch und dann Kaffee und Co. Und dann gibt es dann immer wieder noch Zusätze. Und dann kommt ja auch immer noch der Wein, den du ja alle dreimal im Monat hast. Da hast du ja auch nochmal dreimal im Monat. Dann hast du mit dem, hast du nur mit dem Gelee und dem Wein immer eine Million im Monat zusammen. Dann machst du im Jahr auf jeden Fall die 4. So, nur mit denen. Ohne noch die vergreifteren, ohne Käse, ohne Mayonnaise und so weiter und so fort. Aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir noch ein bisschen Hofplanung. Und dann gehen wir doch langsam nochmal wieder auf die Inseln zurück und gucken mal, ob wir da noch was finden. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Wir sind noch ein bisschen hier am Herumschnuppeln. Und dann müssen wir mal gucken, wegen diesen Wegen, die ja Robin jetzt eigentlich freigeschaltet haben sollte, wo die sind, was sie sind, wie viele es gibt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.